Die Hahnenkammrennen sind bekanntlich die fünfte Jahreszeit in Kitzbühel. Heuer wird die Skisportveranstaltung der Superlative zum 83. Mal ausgetragen. Am Freitag und Samstag erwartet die Abfahrer ein wilder Ritt auf der Streif und am Sonntag wird der Sieger im Stangenwald am Ganzlernhang ermittelt. Sportliche Höchstleistungen und gesellschaftliche Side-Events machen Kitzbühel für eine Woche zum Nabel der Sportwelt. Die Vorbereitungen für die Hahnenkammrennen laufen seit der ersten Jännerwoche auf Hochtouren. Der Kitzbüheler Skiclub sorgt als Veranstalter jedes Jahr für ideale Rahmenbedingungen für die Athleten und einen reibungslosen Ablauf. Unterstützt von den Partnern, der Bergbahn Kitzbühel, der Stadtgemeinde Kitzbühel und Kitzbühel Tourismus, bereitet man das jährliche Wintersport-Highlight in Österreich vor. Wir sind jetzt da mit dem Sprühbalken auf Weg, Mausfallbrunn aus. In 20 cm Abschnitten gehen wir da durch. Dauert circa halbe, dreiviertel Stunde, bis wir draußen sind. Man kann sagen, wir kommen da 20 cm unter die Schneeschicht durch. Und dann wirst du jetzt noch einmal von der Pistenmaschine eingefräst und dann wirst du es auszuwachen. Mit den Werfern müssen wir gleich direkt mit der Maschine arbeiten, dass die Raupen das aufknödelt und dann ins Wasser reinkriegen und dann runterziehen. So können wir dabei arbeiten und die Maschine kommt später. Wir können dort mehrere Balken zusammenschließen. Wenn man sagt, wir fahren mit drei Balken, dann können wir die Verbindungsstücke einsetzen und können so breiter fahren. Die Arbeit, die ich sage, am Brunner unten ist ganz nett, weil es schön eben rausgehen kannst. Mausefalle ist nachher natürlich wieder ein bisschen anders. Es sind echt 80% Gefälle, aber kriegen wir auch hin. Die Sicherheitschef von der Strecke für die Netze zuständig. Da braucht man ungefähr 10 bis 15 Tage, bis das aufgebaut ist alles. Und am Samstag und am Sonntag kann man noch die ganzen Feinarbeiten machen. Und ab Montag sind wir noch mehr oder weniger allweil fertig. A-Netze, das sind die hohen Netze. Da sind Gleitplanen drauf. Da haben wir ungefähr 1700 Meter verdienen. Und haben wir Doppelnetze, wo es hinten sind. Das haben wir noch 1200 Meter. B-Zäune haben wir 10.000 bis 13.000 Meter. Und 141 Stück Airfans auf der Strecke und im Ziel. Ja, erfolgreiche Rennen ist dies. Bald einer in den Zaune reinfällt und nachher wieder aufsteht und gesund weiterfahren kann mit den Ski. Das ist für uns ein erfolgreiches Rennen. Und wir hoffen natürlich, dass keiner reinfällt, ne? Dass auch jeder reinkommt und jeder gesund bleibt. Das ist das Beste für uns. Wir haben einmal die grundlegende große Rolle, dass wir den Schnee produzieren für die Piste. Und dann kommen erstmals die Pistenmaschinen und von meinen 25 Maschinenfahrer, sage ich mal, sind 10, 15, die auf der Streife herausten, die notwendigen Stunden haben, wie es in der Flugfahrt auch notwendig ist, dass du einfach gewisse Maschinenstunden haben musst, dass du auf die Streife überhaupt als Maschinenfahrer fahren darfst. Weil da darf da nichts passieren. Da sind so eine Abschnitte drinnen, das können nur die erfahrensten und nur die besten Maschinenfahrer sind dann auf der Straße heraus, die dann diese steilen Abschnitte da bewältigen. Da investieren wir natürlich alles in die Straße. Die ist einfach extrem wichtig. Und heute auch wieder, wenn man aufschaut, haben wir allein 6 Maschinen für die Nachpräparation unterwegs. Also da schläft schon was ein, aber das tun wir gern. Meine Funktion ist Starthausfahrt. Bin verantwortlich für diesen Bereich hier beim Rennen, vor allen Dingen für die verschiedenen Zielgruppen, die wir haben. Rennläufer natürlich, dass ihnen nichts abgeht hier, dass es ihnen gut geht, dass sie sich in Ruhe vorbereiten können. Aber genauso auch unsere Partner, unsere Marketinggäste, wenn sie hier raufkommen, dass sie ein bisschen hinter die Kulissen schauen können. Und vor allen Dingen aber auch unsere eigenen Mitarbeiter, unsere Pistenkünstler, die hier sind, dass ihnen nichts abgeht, vor allen Dingen, wenn es kalt ist. Hier gibt es immer einen warmen Tee. Ja, das sind die Hauptaufgaben. Wir sind sehr stolz auf unsere Energy Station. Das ist was Einzigartiges. Das gibt es im ganzen Skiweltcup nicht und auch nicht bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen. Das ist wirklich einer der USPs von Kitzbühel vom Hahnenkammrennen. Thank you.
größte Neuerung, was die Fans betrifft, das ist wirklich, dass wir heuer die Tickets erstmalig limitiert haben. Das heißt, ich bitte alle, die was wirklich zu den Hahnenkammrennen kommen wollen, sich online ein Ticket zu besorgen. Es ist so, dass wir am Samstag mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit oder eigentlich sicher davon ausgehen, dass wir ausverkauft sind. Das heißt, alle für Samstag, die zuschauen wollen, schaut, dass rechtzeitig zu den Tickets kommt. Es gibt vor Ort keinen Kartenverkauf. Freitag und Sonntag schaut es mit den Kapazitäten noch gut aus. Da können auch Kurzentschlossene gerne auf der Anreise online noch ihr Ticket lösen. Also Limitierung klingt sehr drastisch. Unser Ziel war einfach, dass wir quasi uns auf eine Gesamtzahl an Zuschauern einigen, die was wirklich aus unserer Erfahrung noch sehr gut zu bewältigen ist. Und das sind pro Renntag 45.000 Zuschauer.